Hallo und herzlich willkommen zurück zum bewegten Adventskalender. Heute machen wir tatsächlich keine Bewegungsübung. Wir machen stattdessen eine Achtsamkeitsübung für unsere bewegten Gedanken. Unsere Gedanken sind nämlich leider sehr häufig mit Dingen beschäftigt, die uns entweder traurig machen oder ins Grübeln bringen oder uns einfach in die Vergangenheit ziehen oder uns über Dinge nachdenken lassen, die noch weit in der Zukunft liegen. Und mit dieser Achtsamkeitsübung schaffen wir es einfach, im Hier und Jetzt direkt anzukommen. Und von daher möchte ich dich bitten, einfach einen bequemen Platz zu finden, egal wo, ob das auf deiner Couch, im Bett oder auf einem Stuhl ist. Und wenn du soweit bist, dann beginnen wir auch wie immer mit unseren drei Atemzügen. Schließ die Augen, nimm einen tiefen Atemzug ein. Und atme aus durch den Mund. Atme ein durch die Nase. Und aus durch deinen Mund. Dann wieder ein durch die Nase. Schöner, aufrechter Sitz hier. Und ausatmen, behalt die Länge und lass los. Die Augen noch einen Moment geschlossen und wenn du soweit bist, öffne langsam die Augen wieder. Diese Übung ist besonders gut, um unsere Aufmerksamkeit ins Hier und Jetzt zu lenken und oft gelingt uns das nicht so gut, wenn wir es nur gedanklich versuchen. Wenn wir aber jetzt unsere Empfindungen und unsere Sinne, unsere fünf Sinne mit dazu nehmen, dann gelingt uns das meistens recht einfach. Von daher möchte ich dich jetzt bitten, dir fünf Dinge Von daher möchte ich dich jetzt bitten, fünf Dinge, die du sehen kannst, aufzuzählen. Ich gebe dir hierfür einen Moment Zeit. Fünf Dinge, die du sehen kannst. Dann möchte ich, dass du deine Aufmerksamkeit auf dein Hören lenkst. Und du schaust jetzt nach vier Dingen, die du hören kannst. Das ist vielleicht etwas schwierig, aber versuch's mal. Na, hat's geklappt? Jetzt schauen wir nach drei Dingen, ja, drei, die wir fühlen können. Was kannst du spüren? Ich gebe dir einen Tipp, es könnte Temperatur sein, es könnten Klamotten sein. Drei Dinge, die du spüren kannst. Prima. Dann sind wir jetzt bei zwei Dingen, die du riechen kannst. Auch nicht so einfach, ne? Schau einfach mal. Gibt es zwei Gerüche, die du dir jetzt vielleicht vorstellen kannst oder die du sogar richtig riechen kannst? Und dann nur noch ein einziges Ding, das du schmecken kannst. Auch das, schau einfach mal, ob du noch einen Geschmack auf deiner Lippe hast oder in deinem Mund. Vielleicht kannst du dich auch einfach an das Letzte, was du gegessen oder getrunken hast, erinnern und so versuchen, den Geschmack wieder heraufzuholen. Sehr schön. Dann darfst du schon wieder die Augen schließen. Nochmal einen Moment überlegen, wie sich diese Aufmerksamkeitsübung angefühlt hat. War es leicht für dich? War es schwer? Hast du wirklich die Möglichkeit gehabt, alle anderen Gedanken loszulassen und wirklich dich zu konzentrieren auf die 5, 4, 3, 2, 1 Sinne,
die wir durchgegangen sind. Und wenn du soweit bist, öffne gerne wieder deine Augen. Und dann freue ich mich, wenn wir uns morgen wiedersehen hier. Mach's gut. Tschüss.